von dem, was berichtet wurde. Es soll ein geheimer Tunnel betreten, dessen Eingang sich in der ausgebrannten Kapelle unten im Tal befindet. Ich kann mir dann einen Weg zu einer Luke unter Markis Zelle bahnen und die Unterflucht behalten. In der ausgebrannten Kapelle da oben vielleicht. Da war ja auch eine Kapelle. Was das hier meint? Vielleicht meint er das. Ja, vielleicht meint er das hier. Oh. Eure Stufe für Schlüsselknacken reicht nicht aus. Ihr müsst noch mehr Schlüsselknacken. Schlüsselknacken ist ganz wichtig. Oh nein, ist ganz viel Sachen, die man braucht. Nochmal ganz viele Sachen, die kann man drauf. So. Dann sollten wir hier irgendwas... Rambo... zu der Zelle kommen. Die sollten hier unten irgendwo sein, oder? Ja, das ist hier wahrscheinlich. Das sitzt fest. Oder auch nicht. Das ist nicht der Geheimgang. Warte, was für eine große Karte hier ist. Lauf doch. Ja, Treppen laufen ist schwer. Alter! Wo könnte denn so ein Geheimgang sein? Mann, ich muss auf der Karte angezeigt werden. Das ist ja echt schlimm, da muss man echt über alles durchsuchen. Also, einige finden das vielleicht gut, aber ich bin eher der Typ, der das gerne findet und nicht sucht. Vielleicht ist auch der Geheimgang noch hinten irgendwo gemeint, diese Tür da. Aber die Tür sah eher... böse aus. Ah, okay. Hübsch. Hübsch. Ja, hübsch. Schmuck. Aber das können wir eigentlich mal anziehen. Ohrringe, Vorräte, Questgegenstände. Diverses. Diverses Gestück. Wo waren jetzt die Teile? Wo ist denn das dabei? Ist das automatisch dazu gekommen? Ja, gucken, was du... Vielleicht ist das eine Zelle. Die Geschichte des Verdammten. Ich muss mal kurz schinken.
Veredelung. Kann ich vielleicht meine Waffe veredeln? Egal. Vorräte. Schinken. Ach, wir haben dann auch Schinken ausgerüstet. Dann Salat. Hat hier so eine kleine Kiste? Ach man. Wer soll das hier sein? Hey, wer seid ihr? Ich meine, willkommen. Ich vergebt mir. Hier tauchen nicht oft Besucher auf. Tut mir leid, ich wollte euch nicht erschrecken. Oh, ist schon in Ordnung. Ein bisschen Gesellschaft schadet nicht. Ich bin Naberius, ein angehender Magier, der sich auf die Wiedererweckung der Toten spezialisiert hat. Also ein Nekromant. Nun ja, so könnte man es auch nennen. Ich persönlich mag diese Bezeichnung jedoch nicht allzu sehr. Die Nekromantie wird missverstanden und ist nicht nur ein Werkzeug verrückter Zauberer. Ich praktiziere diese Kunst auf eine Art und Weise, dass Abenteurer wie ihr davon profitieren können. Ich meine, jeder kann doch einen Gefährten gut gebrauchen, oder? Erklärt mir, was Nekromantie mit Gefährten zu tun hat. Ich meinte damit, dass ich die Lehre der Nekromantie, der ich mich verschrieben habe, mit der Erschaffung von Kreaturen befasst. Wir nehmen die Gliedmaßen verschiedener toter Wesen und fügen sie zusammen, um dadurch den perfekten Gefährten zu erschaffen. Klingt gut. Wo muss ich unterscheiden? Natürlich gibt es da, wie immer, ein kleines Problem. Natürlich. Ich kann die von mir erschaffenen Kreaturen einfach nicht unter Kontrolle halten. Sie sind wild und unberechenbar. Vier Experimente sind mir bis jetzt geglückt, aber alle vier Kreaturen sind irgendwohin in Richtung Süden gelaufen. Ich weiß einfach nicht, was ich falsch mache oder wo diese ungehorsamen Kreaturen hinlaufen. Solltet ihr etwas herausfinden, lasst es mich wissen, ja? Roman hat mir erzählt, dass die viele Balogis sind. Hat er das? Ich weiß nicht wirklich viel. Sein Leben war geheimnisumwoben und er starb schon vor langer Zeit. Ihr habt sicherlich von seinen Fähigkeiten auf dem Schlachtfeld gehört. Das ist allgemein bekannt. Ich weiß jedoch ein bisschen mehr. Zum Beispiel, obwohl er eigentlich seinem Meister Maxos, dem Drachenmagier, dienen musste, zeigte er seinen Gehorsam nur gegenüber Ouroboros, dem Drachengott. Und ich glaube, niemand weiß noch, dass der Dämon Baal es war, der dieses Tal brandschatzte, was zu seinem endgültigen Niedergang führte. Lasst uns eine Kreatur erschaffen. Ich zeige euch, wie ich arbeite, aber ich werde diese Kreatur nicht freilassen. Sie würde auch nur weglaufen. Den Tod auf den Felsen, toll. Anstatt jetzt eine neue Quest, anstatt jetzt eine alte Quest abzuschließen, haben wir erstmal eine neue aufgenommen. Das ist natürlich absoluter Bullshit. Kann ich auch rein? Kann ich hier sterben? Ach nee, daneben. Selbstmord. Leiche eines Bürgers. Okay. Drachenborn. Und irgendeine Geschichte. Eine Badewanne. Okay. Oh Gold. Hübsch. Hübsch. Wollte ich das für die Stufe für Schlosskappen? Da ist doch mit aus. Mami. Ja auch nicht.
Gott. Ein weiterer Gegenstand für meine Sammlung. Aber dennoch nichts für eine Quest. Ganz klar. Hier ist ein Geheimgang. Da wollen wir mal hin. So Fallschaden gibt es ja anscheinend auch nicht. Und wenn, dann nur so wenig. Was ist geheim dann? In der Kirche drin. Der Altar ist mit seltsamen Runen verziert, die jedoch größtenteils nicht mehr lesbar sind. Nach einer genauen Untersuchung findet ihr einen verborgenen Hebel. Es geht nach unten. Ach so, das ist damit gemeint mit dem Hebel. Okay. Damage. Los, meine Untertanen! Ich schwör erstmal. Oh. Was ist das? Irgendein Herz. Auf die Zelle. Oder? Autsch. Eine Pferde. Der Maschinenassistent ist gewöhnliche Verirrung. Das Zeug da ist untersuchen. Ausgang Kaserne, Ausgang Bauernhof, Ausgang Kapelle. Okay. Ich glaube, der ist irgendwie in der Kaserne, oder? Also müssen wir da ran. Wir können auch hier mal kurz ein bisschen erforschen. Was ist denn mit dem hier? Egal. Dann komm, mein Untoter. Wir gehen mal zur Kaserne, wo hoffentlich die Quest.
So. Einen Moment, Leute.